Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es hier um glatte Decken zu streichen, Wandflächen auch. Ich habe hier alles gespachtelt, alles tapeziert und bin auch dabei, ein bisschen dekorativ zu arbeiten natürlich. Aber jetzt geht es darum, ich habe hier die Lucite Pure & Finish, die ist extra für glatte Oberflächen, streiflicht unempfindlich und die teste ich jetzt. Und als allererstes gehen wir ganz nah ran, denn ich bin immer so ein Fan von Deckel aufmachen, riechen und ich mag das, denn Farben riechen echt süßlich, wenn die richtig gut sind. Wir legen los, auf geht's und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wollen wir mal zuerst die Farbe aufmachen. Ich habe sie extra oben hingestellt und ja, auf jeden Fall haben wir hier eine silikonharzvergütete Innendispersion. Also das ist immer das Zeichen dafür, dass die Streiflicht unempfindlich ist, weil die einfach eine längere Offenzeit hat durch den Silikonanteil, dadurch auch ganz, ganz dünn ist und eben langsam auftrocknet und dann eben eine wunderschöne, gleichmäßig deckende Oberfläche gibt und auch das Walzenbild nicht zu sehen ist, dieses Hin und Her. Gell? Und jetzt hab ich hier die Farbe und so sieht das Ganze aus. Wunderbar. Ich mache ein Sieb rein, wir streichen zuerst die Wand, die Ecken habe ich schon vorgestrichen und dann rollen wir die Decke zusammen. Und ich bin auch gespannt, wie das Spritzverhalten ist, denn beim Rollen kann man immer hier sehen, wenig Farbe, sehr gute Farbe, viel Farbe würde ich da nicht empfehlen, weil duft, denn wir wollen hier sauber aussehen, wenn wir das machen. Ich wünsche euch viel Spaß, jetzt geht's los, auf geht's. So, rollen wir die Farbe ein und natürlich ist die Farbe sehr dünn, wenig Füllstoffe drin, aber trotzdem soll sie nicht tropfen und das ist schon mal gut. Und dann legen wir los und rollen zuerst die Decke und wir rollen natürlich immer zum Licht hin. Ihr seht ja hinter mir das riesengroße Terrassenfenster und dann bringen wir hier die Farbe auf und dann rollen wir das Material für einen Meter in der Breite und ungefähr 2,5 bis 3 Meter nehme ich da immer so mit für beim zweimal Eintauchen. Jetzt muss ich erstmal selber überlegen. Jawohl, also Rollverhalten ist super. Deckverhalten 1A muss ich sagen, wirklich klasse. Es gefällt mir gut. Und auch hier, na, 43 cm, früher waren es mal 50, aber man wird älter, da wird alles weniger und man kommt den 1,80 Meter Tiefe immer näher. Habe ich recht oder stimmt's? Die Kundschaft steht dahinter, die sorgt nichts, aber ich habe recht. Also, Decke rollen, schon mal klasse und vor allen Dingen geht das so einfach, ne? Braucht da gar nicht hingucken. Weil wenn du was kannst, dann kannst du das. So, dann gehen wir in die Fläche rein. Da nehme ich immer ein bisschen was für oben und ein bisschen was für unten. Und dann wird es auch wieder verteilt, weil wir müssen erstmal das Material verteilen. Zu der Walze, kurzflorig, 12 mm, auch schon eingeschafft. Einwandfrei, das Ding. Ist, glaube ich, von Fries. So. In die Ecke, dann schauen wir, ob da ein bisschen Farbe dran ist. Jawohl, dann nehmen wir das noch ein bisschen weg. Denn auf glatten Flächen wollen wir keine Fettkanten haben. Und dann rollen wir einfach ganz dünn die Rolle von oben nach unten. Und das gefällt mir richtig gut. Also die Deckkraft ist klasse. Ich nehme euch mal ganz nah mit. Das ist echt super. Gestrichen, hier gestrichen, Deckkraft ist echt klasse, mir gefällt das. Ich rolle jetzt alles durch, lasse euch noch daran teilhaben und dann schauen wir uns die Fläche zusammen und dann geht es morgen los. Wir müssen die ganzen Ecken nochmal abkanten, also die ganzen Fließecken alle nachschleifen und dann streichen wir alles nochmal. Ja, genau. Nächster Tag. Ich gehe mal bewusst ein Stück zurück, denn hier ist die Leuchte und hier habe ich jetzt auch das Klebeband und die Folie weggemacht. Und da könnt ihr mal hier oben schauen.
erste Mal gestrichen, Streiflicht ist nicht zu sehen. Also da kommt ordentlich Sonne rein und ihr könnt sehen, dass man da nichts sieht. Ich mache jetzt nochmal die Kamera, also ich stelle nochmal die Kamera auf die andere Seite für euch und dann schauen wir uns das nochmal an. Ich habe alles abgefasst, ich streiche die Decke zusammen mit euch, wir streichen die Wand zusammen und dann können wir nochmal auf das Detail der Farbe und mein Erlebnis mit der Farbe und was ich dazu sage eingehen. So. Jawohl. Auch von hier sehr schön und auch die Kundschaft hat gesagt, Herr Klinger, müssen wir das jetzt nochmal streichen? Da habe ich gesagt, ja, also ist ja nur tapeziert. Und gestern hat sie gesagt, Herr, muss man das nochmal streichen? Ich sage, ja, immer zweimal streichen. Gerade bei Malerflies, ich nehme da immer gerne das Unpigmentierte, denn das lässt sich besser für mich von der Stabilität verarbeiten. Es gibt auch Pigmentiertes. Oder vorpigmentiert ist, das müsste man nur einmal streichen. Doch ich finde dann auf Vlies, weil es ein bisschen saugend ist, den zweiten Anstrich dann effektiver, weil das schön oben in der Fläche liegt und du wirklich davon ausgehen kannst, dass es wirklich materialtechnisch gut da liegt und auch gut deckt und hier in dem Fall kein Streiflicht ist. Was mir besonders gut gefällt, ist einfach der Weisheitsgrad. Also ich finde diesen Weißgrad toll. Ja, ist so leicht blaustichig, aber dann auch wieder nicht. Und es ist ein schönes Weiß, richtig kräftig, strahlend und auch deckkrafttechnisch echt super. Vom Verarbeiten her, einmal frei im Rollen. Klar, musst du beim Rollen, wenn du die Rolle rausnimmst, für die Decke Gas geben, denn Silikonharzfarben, die ganz dünn sind, da kann es mal so ein bisschen tropfen. Und deswegen nimmst du auch so eine kurzlogige Rolle, dünn Farbe drauf. Und dann für Vlies wirklich zu verarbeiten, super. Ich habe es auf Raufaser gestrichen, da würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil die Raufaser, die lange nicht gestrichen worden ist, die einfach wegsaugt. Und da wäre schade drum, wenn man da so hochwertige Farbe nimmt, da könnt ihr gerne andere nehmen. Aber hier Deckkraft Klasse 1, Nassabrieb Klasse 1, also wirklich klasse. Kannst du auch in der Oberfläche schön sauber machen. Da würde ich euch empfehlen, Flächen, die mit Malervlies tapeziert sind, mit einem Schmutzradierer, Meister Bopper gibt es da, oder so einen weißen Schmutzradierer zu nehmen, weiß, nass machen und dann kann man über die Fläche drüber gehen und alles ist sauber. Selbst da, wo die Kinder mal mit Bleistift oder mit Faserstift an der Fläche gemalt haben, bei Möbeljahren, geht das sehr gut weg, auch für den Duschwannenbereich und sowas. Also finde ich echt gut. Wir streichen jetzt die Decke zusammen, wir legen los, Musik und Action. Walze, dann gehen wir bewusst hier hinter und dann ziehe ich wirklich die Bahn komplett durch. Also ich mache immer so einen Meter, ihr habt es ja gestern schon gesehen oder vorhin, hier eingetaucht, zack, hoch, bisschen kurz drehen und dann aufrollen. Und dann kann ich hier wirklich zwei Rollenbreiten mit einmal eintauchen, wegrollen und wirklich, ich kann auch wirklich hin und her rollen. Denn früher, ich würde mal sagen vor 10 Jahren, 15 Jahren war es dann so, du hast dann versucht die Farbe relativ dünn zu halten und hast dann wirklich versucht immer auftragen und dann wirklich in einer Richtung abziehen, damit du ja nichts siehst. Heute ist es wirklich so anwenderleicht, da kann man wirklich sagen, hin und her walzen, das funktioniert. Aber bitte nicht zu fett liegen lassen, weil das ist nicht schön, wenn man so eine dicke Walzenstruktur zu sehen hat. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber hier einmal frei. Leicht nochmal drüber. Fertig, 3 Meter auf 1 Meter. Fertig gerollt. Das ist klasse. Da steht der Eimer im Weg, aber okay. Decke sieht gut aus. Rollen wir das Ganze durch an der Decke. Dann machen wir die Wand zusammen. Und dann sehen wir uns zum Abschluss. Wenn ich auch die grüne Wand schon gestrichen habe, will ich euch ein bisschen was zeigen. Und dann sind wir auch schon fertig. So, die Decke ist fertig und hier kann man auch sehen vom Auftrocknungsbild, das trocknet ordentlich gleichmäßig auf. Wirklich klasse. Okay, dann streichen wir noch die Wand zusammen. Das ist schon alles vorher beschnitten, also sprich abgefasst in den Ecken. Und dann auch von oben nach unten schön durchrollen. Da kriegen wir mal 2 Bahnen, da können wir auch ein bisschen was auflegen. Machen wir das nächste von unten.
Und dann können wir die Farbe hier schön verteilen, bis dieses ganze Fette weg ist. Und dann rollen wir einfach von oben nach unten. Deckenfläche fertig gestrichen und hinten, ja, auch die Wand schon grün appliziert. Die sieht richtig klasse aus. Und jetzt gehen wir nochmal hier vorne hin mit dem Lichteinfall in die Decke rein. Die ist schon gut abgetrocknet und schaut euch mal dieses Oberflächenbild an. Das ist wirklich klasse, richtig genial, herrlich. So, dann sind wir am Ende des Videos angekommen und wenn ihr noch wissen wollt, wie dieser Untergrund hier von dem Malervlies vorher aussah, erzähle ich das euch kurz. Rauchfaser gespritzt und Wände grob abgerollt, grober Putz. Der war mit Spachtelmasse von mir bearbeitet worden. Dazu habe ich extra ein Video. Und wenn ihr mehr wissen wollt, haue ich euch noch die Verlinkung rein von der Farbe. Ja, und auch hier, gleicher Ort, gleiche Stelle. Decke ist Streiflicht unempfindlich gestrichen. Und auch die Wandflächen hier hinten schön in Weiß gehalten. Wunderbar. Und auch die grüne Wand wunderbar abgefasst. Ja. Also das gefällt mir richtig gut. Das ist der Hingucker, weil wir wollten ja auch eigentlich die Wand ursprünglich in der Betonoptik machen, weil ich habe gesagt, hier, sie malen, da können wir ein cooles Bild machen, aber so ist es absolut stimmig. Mir gefällt es richtig gut. Und somit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch diese ganze Renovierung dieses Wohnzimmer gefallen hat. Sind jetzt wahrscheinlich 3 oder 4 Videos daraus entstanden. Und ich bin froh, dass das so geklappt hat in 2,5 Wochen, dass wir hier das Ganze gerockt haben. Für mich geht es morgen weiter. Ich gehe jetzt ans Video schneiden und dann habe ich ordentlich zu tun heute bis abends. Und dann geht es morgen weiter an die andere Baustelle. Da wird auch Boden gelegt und alles und Rauffaser tapeziert. Ist auch terminiert alles. Da muss ich wieder gucken, dass das alles passt. Hier hat es super gepasst. Das freut mich auch vom Bodenleger her. Tolles Team. Die haben wirklich hier eine geile Arbeit gemacht. Man schaut ja mal als Handwerker so ein bisschen, was die anderen machen und sieht so einige Sachen hier und da. Aber ich muss sagen, echt top. Auch der Boden gefällt mir sehr gut. Wirklich klasse. Sehr, sehr nice. Kanal abonnieren, anderen Videos schauen. Ich bin raus und bedanke mich bei euch. Ihr seid super, dass ihr das hier ermöglicht und wir so in dem Austausch sind. Mir gefällt das und das ist klasse. Handwerk wird nie aussterben, wir halten zusammen. Und ich bedanke mich in dem Sinne. Euer Malermeister André Klinger. Macht's gut. Ciao.